Er ist der Mann aus der Eifel, der die Bäume versteht. Peter Wohlleben hat Bücher über sie geschrieben. Sie machten ihn zum berühmtesten Förster Deutschlands. Und er unterstützt die Aktivisten im Hambacher Forst, die den Wald zu retten versuchen gegen die geplante Abholzung durch den Energiekonzern RWE. Seit 6 Jahren halten sie ihn besetzt, 80 Baumhäuser haben sie gebaut. Ende September ordnet die nordrhein-westfälische Regierung die Räumung an. Begründung, Sicherheit und Brandschutz. Ich fand diese Begründung völlig bizarr, weil Laubwälder brennen nicht. Sie können es ja gerne mal probieren, einen grünen Buchenzweig anzuzünden. Das geht nicht. Also die Räumung wegen Brandschutz ist völlig absurd. Hat man hergenommen, das Argument, um diesen Polizeieinsatz zu rechtfertigen. Seit 26 Jahren kümmert sich Peter Wohlleben um seinen Forst an der rheinland-pfälzischen Grenze. Kämpft hier für eine ökologische Waldbewirtschaftung. Der Hambacher Forst liegt etwa 70 Kilometer weit entfernt. Im Südosten des wohl größten europäischen Abbaugebiets von Braunkohle. Mehr als 4000 Hektar Wald gab es hier mal, vor Beginn der Kohleförderung. Gerade mal 200 Hektar sind noch geblieben. Der Hambacher Wald ist deswegen so wertvoll, weil er schon seit 12.000 Jahren dort steht. Und es sind 350 Jahre alte Buchen und Eichen, also alte Laubwälder, die wir in Deutschland nur noch zu 0,3% an der Waldfläche haben. Also fast nichts mehr. Das sind quasi unsere Regenwälder, ganz artenreich. Da leben zum Beispiel Bechsteinfledermäuse, ganz viele seltene Käferarten. Und der soll im Moment gerodet werden für Braunkohle. Ende September fährt Peter Wohlleben selbst zu einer Demo, hält einen Vortrag, ruft auch zum Widerstand auf. Das war total ergreifend. Wirklich mit Kind und Kegel sind da Familien angereist. Es waren Senioren, es waren junge Menschen. Es war eine Protestkultur, wie sie in Deutschland 30 Jahre lang nicht zu sehen war. Was die Demonstranten gemacht haben, waren teilweise nicht legal, aber legitim. Und das ist genau die Art von Demonstrationskultur, die wir brauchen. Man muss natürlich immer ein bisschen drüber gehen. RWE hatte dort Hausrecht, keine Frage, hatte sämtliche Genehmigungen, auch keine Frage. Aber insgesamt tut das Deutschland nicht gut, was RWE dort tut. Und RWE kann nur deswegen dort arbeiten, weil Menschen enteignet worden sind, dem Gemeinwohl zuliebe. Und jetzt muss man sagen, muss es andersrum gehen. Müssen die Rechte von RWE enteignet werden, um das Gemeinwohl zu schützen. Am Anfang kommen einige wenige zu den Waldspaziergängen der Naturschützer. Aber es werden immer mehr. Letztes Wochenende 50.000, laut Veranstalter, die größte Anti-Kohle-Demonstration im Rheinischen Revier. Darunter Hunderte aus Rheinland-Pfalz. Sie feiern einen Etappensieg. Der Rodungsstopp wurde einen Tag vorher gerichtlich angeordnet. Für mich ist der Hambacher Forst das Symbol für die grüne Energiewende, aber auch für die Wende zur grünen Demokratie. Das heißt, eine Demokratie, die sich für Umweltschutz einsetzt. Und es wird den Leuten eben klar, dass Demokratie nicht nur heißt, alle 4 Jahre ein Kreuz auf den Zettel zu machen. Also wir erleben jetzt die Wiederauferstehung der Demonstrationskultur und das tut Deutschland insgesamt sehr, sehr gut. Und den Wäldern, für die sich Peter Wohlleben so sehr engagiert.